Sometimes I wonder where I've been. I may not win, but I can be drawn. Hey, Schlaumeier. Du hast den Spaß gehabt, okay? Jetzt verpiss dich in deinem Bonzenviertel. Träum weiter, ja? Marcel, lass ihn doch. Und du lässt die Finger von Charlene. Die will nichts mehr von dir. Das will man ja sehen. Charlene, der ist in Zukunft für dich gestorben. Also, bist du echt peinlich, Marcel. Hey, Sandra. War echt schön. War klasse, Charlene. Echt schön. Dankeschön. Bis dann. Ich hab schon gedacht, du kommst gar nicht mehr. Hab auch echt überlegt. Irgendwie geht es so nicht weiter. Lass uns da ein andermal drüber reden, ja? Jetzt haben wir erstmal die Hütte für uns alleine. Warenlieferung. Sag mal, was hämmerst du denn gegen das Tor? Wir haben doch eine Klingel. Heute, als du mich angesehen hast auf der Bühne. Wie? Da habe ich gesehen, dass das zwischen uns für immer. Immer gibt's nicht. Es gibt nur heute. Meine Handtasche vergessen. Thank you.
Zürich? Fuck, ich dachte, ihr seid in der Oper. Nur bis zur Pause. Deinem Vater hat die Inszenierung nicht gefallen. Ja, modernes Regietheater, schrecklich. Aber sorry, wenn ich gewusst hätte, dass ihr zwei... Du, hätte ich bestimmt noch länger durchgehalten. Sie wollten ja sowieso gerade gehen, nicht? Nein, wollte sie nicht. Doch, schon. Sie müssen auch nicht wiederkommen. Fabian, lass. Charlene, warte. Hey, vergiss doch meine Eltern. Ist doch nur wichtig, dass wir uns lieben. Ach, deine Eltern. Alle sind gegen uns. Ich kann das einfach nicht mehr. Charlene. Fabian, tut mir leid, aber ich... Nein. Wir sehen uns morgen, ja? Nein. Tut mir leid. Ja, trotzdem, Verena, das war zu hart. Mädchen ist ja noch nicht mal 18. Ach ja? Das war eine super Show, wirklich. Danke, ganz groß. Fabi, dieses Mädchen... Sie heißt Charlene und ist meine Freundin. Dieser Name schon. Seit du diese Ghetto-Schönheit kennst... Verena! ...sind deine schulischen Leistungen... Ich kann das nicht mehr hören, ich kann das nicht mehr hören. Dein Abi, dein Durchschnitt, dein Studium, euch geht's nur um Kohle und Karriere. Wenn ich mal so werde wie ihr, erschieße ich mich. Junge, jetzt halt mal den Ball flach. Jetzt lass uns mal in Ruhe über alles reden. Ja. Lass uns das machen. Lass uns in Ruhe über alles reden. Und hinterher mache ich dann alles genauso, wie ihr das wollt. Vergiss es. Und wo gehst du hin, wenn ich fragen darf, Liebling? An die Luft, Liebling. Du weißt, was Papa drüber denkt? Gernot ist wie mein Papa. Und Fabian... Ach, vergiss es. Hallo, Schatz. Wo bist du eigentlich gerade hergekommen? Warst du wieder bei diesem... Wie heißt der gleich noch? Das ist meine Sache. Geh noch mal los. Du bleibst hier. Du bleibst hier! Bin gleich wieder da.
Sie fragen sich sicher, warum ich Sie an einem Sonntagmorgen ins Polizeipräsidium rufe. Wir fragen uns vor allem, wo Rolf bleibt. Genau darum geht's. Wie Sie vielleicht wissen, lebt der Sohn vom Rolf Herzog in Bolivien. Es hat am Freitagnacht einen schweren Verkehrsunfall gehabt und liegt seitdem im Krankenhaus in La Paz auf der Intensivstation. Der Rolf hat mich angerufen und gebeten, dass ich ihn vom Dienst freistelle, was ich ihm selbstverständlich gewährt habe. Das klingt nicht gut. Entschuldigung, können Sie das gerade mal halten? Danke. Aber sorry für die doofe Frage. Wer von uns ist jetzt Chef hier? Ich meine, Gerd könnte doch, oder? Herr Heimann ist der Dienstälteste, keine Frage. Aber wir haben uns eine andere Lösung überlegt. Ein sehr erfahrener Kollege aus dem Ruhrgebiet hat aus privaten Gründen um Versetzung gebeten. Und der wird zumindest vorübergehend die Leitung übernehmen. Und wo ist der Kollege? Das finden wir jetzt gleich raus. Hallo? Ich glaube, Sie haben 50 Euro verloren. Kann das sein? Echt? Ja, kann sein. Loslassen, das dürfen Sie gar nicht. Oh doch, darf ich? Ich bin der neue Sheriff hier in der Stadt. Auf die Moch! Was? Tut mir leid, ich bin aufgehalten worden. Gut, ich hole sie dann vom Parkplatz ab, ja? Moment, Moment. Augenblick bitte. Eine junge Frau, wahrscheinlich ein Tötungsdelikt. Herr Voss, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überfallartig, aber ich hätte was für Sie. Ja, danke, dann lerne ich die Kollegen gleich bei der Arbeit kennen. Da ist er. Gott sei Dank. Ist gut. Nein, danke. Sie ist ein Schatz. Guten Morgen. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Oberkommissar Richter, Sie sind sicher der neue Kollege? Hauptkommissar Voss, grüß Gott. Guten Morgen. Guten Morgen. Danke. Passt ihr auf das Gepäck auf? Das ist unser neuer Chef. Also kommissarisch. Gerd Heimann, freut mich. Voss. Werner Riedmann, Spursicherung. Voss. Ja, dann. Die Tote heißt Charlene Neubauer, 16 Jahre. Wohnte hier im Haus bei den Eltern. Das ist der Doc. Hallo. Ist sie erschlagen worden? Die Kopfverletzung ist sehr großflächig. Ein Sturz aus großer Höhe, würde ich sagen. Todeszeitpunkt? Gestern Abend zwischen 21 und 23 Uhr. Aber gefunden wurde sie erst heute früh. Die Stelle ist schwer einsehbar. Ein Schuh fehlt, aber hier unten lag er nicht. Hatte sie ein Handy dabei? Nein, aber ihren MP3-Player. Ziemlich teures Modell. Da sitzt man da und schaut fern und inzwischen passiert sowas. Wann sind Sie denn ins Bett? So um Mitternacht. Kerstin schon um 10. Wir haben doch gedacht, dass sie bei Sandra ist. Das ist ihre beste Freundin. Beim Handy war bloß die Mailbox dran. Bei Sandra war sie nicht und Marcel wusste auch nichts. Mit dem war sie eine Weile zusammen. Sie hat sich doch nicht umgebracht. Carlo, Charlene, ich würde sich doch nie umbringen. Warum denn? Warum? Also aus der Wohnung ist sie nicht gesprungen oder gestürzt. Passt nicht zum Fundort, oder?
Der Schuh ist auch nicht hier. Riedmann sucht jetzt oben auf dem Dach. Das Bild ist für dich. Oh, das ist aber schön. Hm? Was ist denn mit Jolene? Warten Sie mal. Hallo, ich bin Richard. Hast du denn hier im Haus eine Freundin, die vielleicht mit dir spielt? Ja, Lene, im vierten Stock. Sie haben doch nichts dagegen, oder? Na komm, Joy. Da draußen ist eine ganz nette Polizistin. Die geht mit dir zu Lene. Hallo. Hatte Ihre Tochter Streitigkeiten in letzter Zeit? Nein, nicht, dass ich wüsste. Charlene ist eigentlich meine Stieftochter. Ich habe sie adoptiert, als ich Kerstin geheiratet habe. Sie meinen, ihr Verhältnis war nicht so eng? Doch, das war schon gut. Nicht? Ja, ja. Wenn ich den Kerl in die Finger kriege, der das war. Was meinen Sie? Es gibt so einen Penner hier in der Siedlung. Der Radler-Sepp, der tut doch keinem was. Sie haben eben einen Ex-Freund erwähnt. Marcel Streibel. Der ist oft im Jugendzentrum. Sie liegt genau da unten. Bleibt die Frage gesprungen oder gestoßen? Sie zieht einen Schuh aus und behält den anderen an, bevor sie vom Dach springt? Unwahrscheinlich. Und außerdem, jemand hat die Türklinke abgewischt, um Fingerspuren zu beseitigen. Und am Boden. Für Schuhe und Drücke wird es kaum reichen, aber den Spuren nach hat hier ein Kampf stattgefunden. Was hat die überhaupt auf dem Dach zu suchen? Ich habe als Junge öfter auf dem Dach gesessen, wenn ich allein sein wollte. Wir haben ein paar Zigarettenkippen gefunden, auch ältere. Dann untersuchen Sie die bitte auf DNA-Spuren. Das hatte ich sowieso vor. Dann ist ja gut. Wir haben heute erst erfahren, dass Sie... Ja, ich gestern. Und schon sitzen wir in einem Boot. Sie als Captain. Hallo? Hauptkommissar Voss, das ist mein Kollege. Richter. Richter. Josef Gemmers. Du kennst aber ein Radler-Sepp zu mir sagen. Das ist eine Mordsfahne für die Uhrzeit. Ich habe nur ein einziges Radler getrunken bis jetzt. Herr Gemmers, kennen Sie die Charlene Neubauer? Da wird davon gehört, ja. Das ist traurig. Das war ein sehr nettes Mädel. Wo sind Sie denn gestern so gewesen? Wo wäre schon gewesen? Sei da natürlich, wie immer. Ja und? Was und? Ob ich was gesehen hab? Vielleicht. Also die Charlene ist gegen 9 Uhr nach Hause gekommen. Unten hat ein Auto gehalten und der Fahrer hat mit ihr geredet. Ich habe aber nichts gehört und ich weiß auch nicht, wie der Fahrer ausgesehen hat. Was war denn das für ein Auto? So wie die alle ausschauen heutzutage. Ne? Blau, schwarz, bei der Dunkelheit. Ne? Und ein Münchner Kennzeichen. MV. Ja, irgendwas, MV. Herr Gamas, falls Ihnen noch irgendwas einfällt. Marcel Streibel? Ja? Richter, mein Name. Kripo München. Das ist Hauptkommissar Herzog. Voss. Voss. Hab schon gehört. Wenn ich das Schwein kriege, dann... Oh, das habe ich heute schon mal gehört. Lass mal gut sein. Ich war mit Charlene zusammen. Wissen Sie, wie sich das anfühlt? Du warst mit ihr zusammen? Ja. Bis vor 2-3 Wochen. Hattet ihr Streit? Nee. Sie hatte was mit diesem Typen, der gestern Musik gemacht hat. So ein Gymnasiast. Hat der Gymnasiast einen Namen? Steht da auf dem Plakat. Was hast du gestern gemacht? Zwischen 21 und 23 Uhr. DVDs geguckt. Mit Sandra, Sandra Wolf. Kenne ich aus der Schule. Wo? Bei ihr zu Hause. Ihre Mutter ist gerade auf Kur. Bis 11, 11:30 war ich da. Ja,
Danke. Meinen Sie, Sie kriegen das Schwein? Verlass dich drauf. Das ist also die berühmte Löwengrube. Tja, tut mir übrigens leid wegen vorhin. Was meinen Sie? Ja, die blöde Namensverwechslung, Herzog Voss. Was, vergessen Sie es. So, das wäre dann Ihr Platz. Ja, danke. Vielleicht stelle ich mich erstmal kurz vor. Ich bin Richard Voss. Ich war in verschiedenen Dezernaten. Organisierte Kriminalität, zuletzt Mord. Ich denke, wir kümmern uns dann erstmal um den Fall. Ich freue mich natürlich auf die Zusammenarbeit und hoffe, dass wir gut miteinander auskommen. Also, Charlins Freund Marcel Streibel hat ein Alibi, das wir noch überprüfen müssen. Mach ich. Gut. Tatort, irgendwelche neuen Spuren? Nur die Zigarettenkippen. Was mit dem Handy? Wir versucht es anzupeilen, ohne Ergebnis. Ausgeschaltet oder zerstört? Vielleicht hat der Täter es mitgenommen, weil es ihn belastet. Laut Einzelverbindungsnachweis hat Charlin gestern Abend eine SMS verschickt an einen gewissen Fabian Limmer. Das ist der, mit dem sie Musik gemacht hat. Der wohnt ein paar Kilometer entfernt von der Siedlung. Das ist dann eher eine bessere Gegend. Darf ich Sie was Persönliches fragen? Sie sind der Älteste und Erfahrenste. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich übergangen gefühlt haben. Ach, wissen Sie, der Posten ist für mich nicht mehr wichtig. Eine gute Arbeitsatmosphäre, das brauche ich. Davon müsste es sein. MV. Hauptkommissar Voss, Mordkommission. Mordkommission? Das ist mein Kollege Riedmann. Heimann. Heimann, wir würden gerne mit Fabian Limmer sprechen. Sie sagen mir sicher, worum es geht? Das würden wir Fabian gerne selber sagen. Ist er denn da? Ja. Muss ich einen Anwalt hinzuziehen? Wir befragen Fabian als Zeugen, nicht als Beschuldigten. Was soll das heißen, nicht als Beschuldigten? Wir ermitteln in einem Todesfall. Was habe ich damit zu tun? Sie sind aber nicht wegen... Es geht um Charlin Neubauer. Sie ist... Nein. Sie ist tot aufgefunden worden. Es tut mir leid. Fabian? Was ist los? Entschuldigung, wer sind Sie? Kriminalpolizei. Dieses Mädchen ist tot, diese Charlin. Mein Gott. War sie die Freundin Ihres Sohnes? Eine Bekannte. Sie waren Charlins beste Freundin. Kann man sagen. Es muss doch ein Verrückter gewesen sein. Der läuft jetzt hier in der Siedlung rum. Nicht mehr lange. Hatte Charlin Stress in der letzten Zeit mit irgendwem, zum Beispiel in der Schule? Höchstens mit ihrem Stiefvater. Mhm. Deswegen? Der ist so ein Rumkommandierer. Wenn Charlin nicht das gemacht hat, was er wollte, dann schrie er gleich. Ich bin dann irgendwann nicht mehr hingegangen. Marcel Streibel war gestern hier bei Ihnen? Marcel, ja. Wir haben DVDs geschaut. Iron Fighter 3 ist Schrott. Gucken Sie den bloß nicht. Wer wusste denn, dass Charlin manchmal auf dem Dach war? Keine Ahnung. Vielleicht ihr Stiefvater.
Für mich ist das nichts. Ich habe Höhenangst. Dann, falls Ihnen noch was einfällt, Wiedersehen. Toccata und Fuge, D-Moll. Über Musik haben wir uns kennengelernt. Hast du Charlene Klavierunterricht gegeben? Sie stand mehr so auf Soul. Ist es wirklich wahr? Dass sie tot ist? Ja. Es tut mir sehr leid. Woher kanntet ihr euch? Das Jugendzentrum hat am Gymnasium angefragt, wer Klavier spielen kann und mit ein paar Jugendlichen Workshop macht. Und Charlene war dabei. Wenn sie gelacht hat, war das wie Soul. Voll ins Herz. Glaubt es nicht, dass sie tot ist. Charlene hat dir gestern Abend eine SMS geschrieben. Und? Wir wollen nur herausfinden, was gestern passiert ist. Das weiß ich nicht. Sie war hier, dann ist sie gegangen und jetzt? Fabian, wo warst du gestern Abend? Sie kapieren überhaupt nichts, oder? Es klingt vielleicht hart, aber die beiden haben einfach nicht zusammengepasst. Sie verstehen? Fabian? Fabian! Lass mich! Was haben Sie mit meinem Sohn gemacht? Er ist völlig aufgelöst. Der Tod von Charlene Neubauer scheint ihn ziemlich mitzunehmen. Kannten Sie sie näher? Ich bitte Sie, nein. Glauben Sie, dass Fabian etwas mit diesem bedauerlichen Vorfall zu tun hat? Das ist doch Unsinn. Er war den ganzen Abend hier. Kann das noch jemand bezeugen? Sag mal, Fabian war doch den ganzen Abend nur zu Hause, oder? Gestern Abend, nein. Da war er hier. Der Wagen da draußen. Ja, das ist meiner. Den darf der Fabi nicht fahren. Waren Sie damit gestern Abend in der Siedlung? Nein. Wozu? So richtig überzeugt bin ich von Fabians Alibi nicht. Wir befragen ihn morgen noch mal. Jetzt war er einfach zu durcheinander. Übrigens, Sie hatten recht vorhin. Ich war schon gekränkt. Nicht, weil ich so gern die Leitung übernommen hätte, das hätte ich sogar abgelehnt, aber dass mich der Dezernatsleiter nicht mal gefragt hat. Ich verstehe. Marcel Streibel. Der schlägt im Affekt gerne mal zu. Zwei Vorstrafen wegen Körperverletzung, jeweils Bewährung. Aber zur Tatzeit war er bei Sandra Wolf. Was denken Sie über die Eltern von Charlene? Der Stiefvater ist nicht gerade der geborene Pädagoge. Sandra Wolf meint, dass Charlene oft Stress mit ihm hatte. Er selbst hat es aber nicht so gesehen. Ja, viel Arbeit für morgen. Machen wir Schluss. Oh, gut. Gehen wir noch auf ein Kaltgetränk? Seien Sie mir nicht böse, aber es war ein langer Tag. Und ich pflege so etwas erst zu machen, wenn ein Fall gelöst ist. Bis morgen. Bis morgen. Hätte sich ja ein bisschen besser kennenlernen können. Okay. War nur eine Frage. Boah, krass. Du bist sicher, dass sie die Bullen geglaubt haben? Ja, mach dir keine Sorgen. Wollen die wissen, wo ich abends war? Nein, die wissen nichts. Das ist echt cool.
Labor hat die Zigarettenkippen vom Dach analysiert. Zwei stammen von Charlie Neubauer, eine von einer anderen Person. Haben wir die im System? Leider nein. Wir brauchen eine Speichelprobe von Marcel Streibel und Fabian Limmer. Und wir sollten uns Gernot Neubauer noch mal vornehmen. Der Obduktionsbericht ist fertig. Todesursache sind intrazerebrale Blutungen und eine Schädelfraktur infolge des Sturzes aus großer Höhe. So jung. Abwehrverletzungen? Ein Fingernagel ist eingerissen. Hm. Könnte von einer Auseinandersetzung herkommen. Und unter den Fingernägeln habe ich Fasern gefunden. Sind schon im Labor. Ich habe aber noch etwas, was euch interessieren könnte. Nämlich hier. Hämatome. Vom Tatabend? Der Farbe und dem Grad der Unterblutung nach zu urteilen, waren die zur Tatzeit schon 2 oder 3 Tage alt. Und das Gesicht ist unverletzt. Ja. Wenn Sie mir eine Interpretation gestatten. Die Hämatome stammen nicht von einer spontanen Auseinandersetzung. Da hat jemand ganz zielgerichtet geschlagen. Damit man die Spur nicht so leicht sehen kann. Viele Möglichkeiten gibt's dann nicht. Nein, natürlich habe ich Sie nicht geschlagen. Haben Sie eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Ist vielleicht im Sportunterricht passiert. Ich wusste gar nicht, dass Rugby auf dem Lehrplan steht. Ich muss jetzt los. Warum sollte ich Charlene schlagen? Weil sie dich wegen Fabian verlassen hat? Doch nur, weil der Typ eine Villa hat und die Eltern einen scheiß Bonzenschlitten fahren. Hat dir wahrscheinlich eine schöne Zukunft versprochen, sie fällt drauf rein. Mit dem Scheiß ist es egal, wo du herkommst, Gelaber. Wenn du aus einer Siedlung kommst, hast du die Arschkarte. Ich komme auch aus so einer Siedlung. Echt? Mhm. Na, es gibt immer Ausnahmen. Jedenfalls warst du ziemlich sauer auf Charlene, stimmt's? Und du bist 2-mal vorbestraft wegen Körperverletzung. Ich schlag keine Mädchen. Warst du Samstagabend auf dem Dach? Nein, hab ich dir schon gesagt. Schickes Teil. Charlene hatte auch so eins, oder? Neidisch. Nicht wirklich. Wie sieht's denn aus mit einer Speichelprobe? Bin ich ein Schwerverbrecher? Von mir kriegt die freiwillig gar nichts. Ich hab ihm doch gesagt, Marcel ist um 23:30 gegangen. Wie war seine Stimmung an dem Abend? Normal. Normal? Nachdem er bei dem Auftritt hier gesehen hat, wie gut sich seine Ex mit Fabian versteht. Marcel hat Charlene jedenfalls garantiert nicht umgebracht. Ich muss jetzt los. Hat Ihr Mann Charlene manchmal geschlagen? Kommen Sie denn darauf? Bei der Obduktion haben wir Hämatome an Ihren Armen gefunden. Also ja gut, vielleicht mal eine Ohrfeige, ja, aber geschlagen, nein, nein. Was hat Ihr Mann denn früher beruflich gemacht? Er war doch sicher nicht immer schon Wachmann. Instandhaltungsmechaniker bei einer großen Firma. Aber dann wurde die Instandhaltung ausgelagert. Und jetzt? Ich hatte den Eindruck, dass Ihre kleine Tochter, wie soll ich das sagen, hat Joy Angst vor ihrem Mann. Schlägt er die Kleine? Sie haben Angst, dass er sie irgendwann mal wirklich verletzen könnte. Nicht wahr? Der Gernot, der ist eigentlich ein ganz Lieber. Aber manchmal, da kommt alles in ihm hoch. Und wenn dann irgendwas ist, dann rutscht ihm halt mal die Hand aus. Aber das ist ein guter Kerl, wirklich. Wirklich. Hat der Charlene auch geschlagen? Wusste er, dass sie manchmal auf dem Dach ist?
Ihrem Tagebuch. Charlene hat Tagebuch geschrieben? Er hat einmal heimlich drin gelesen. Sie hat's gemerkt, es gab einen Riesenkrach. Wir haben kein Tagebuch gefunden. Weder bei Charlene noch in ihrem Zimmer. Aber warum sollte er sie umbringen? Vielleicht weiß sie ja was über ihn. Ich frag mal in der Wachschutzfirma nach, ob was gegen ihn vorliegt. Ach Mann. Wenn er weiß was, kann man entweder längs aufschneiden oder abschälen. Die richtige Bayer zuzelt natürlich. Hm? Zuzelt. Mhm. Was ist mit Marcel Streibel? Der ist sauer auf Charlene, wegen Fabian. Und der hat die Speichelprobe verweigert. Ist Sandra Wolf verliebt in ihn? Und gibt ihm deswegen ein Alibi? Könnte sein. Sie ist ja eher der Typ Mauerblümchen. Und wie ist die Bus? Bisschen fad. Dafür hat man den Senf erfunden. Trotzdem, wir haben gegen Marcel nur Vermutungen. Deshalb ordnet kein Richter eine Speichelprobe an. Komm, mit dem Senf geht's. Wir brauchen dieses Tagebuch. Wir könnten Verstärkung anfordern für die Umfeldabsuche. Nee, nee. Ich fahre erst noch mal in die Siedlung und Sie schauen bitte mal, ob wir Jürgen Limmer im System haben. Ich dachte, es geht eher um seinen Sohn, Fabian. Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt bei den Limmers nicht. Hallo. Hier, für Sie. Danke. Schon mal nett. Radler. Trinken Sie doch. Ja, nur. Prost. Prost. Werner? Schau mal, was ich über Jürgen Limmer gefunden habe. Ist ja interessant. Mhm. Ein Tagebuch habe ich schon gefunden. Ich habe nicht gewusst, wem es gehört. Und wo ist das Tagebuch jetzt? Gut verwahrt. Krieg aber schon was dafür. Schmeckt aber komisch. Ist ja auch alkoholfrei. Ich darf doch als Polizist niemand zum Trinken verführen. Ja? Danke. Interessant. Wir haben Zweifel an dem Alibi für Ihren Sohn. Wieso? Warum sollte ich lügen? Waren Sie denn überhaupt zu Hause? Ein Zeuge hat in der Siedlung einen Wagen gesehen, der Ihrer gewesen sein könnte. Ja, das hatten wir doch schon. Was sollte ich denn da? Sie hatten vor 6 Jahren ein Verfahren. Sexuelle Belästigung einer 17-jährigen Praktikantin. Ja, das Verfahren wurde eingestellt. Ja, aber der Vorwurf wurde auch nicht ausgeräumt. Aussage gegen Aussage. Bitte Sie, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich mit der Freundin meines Sohnes... Das ist doch alles ganz einfach, Herr Limmer. Wir lesen das Navi von Ihrem Auto aus und dann wissen wir genau, wo Sie am Samstagabend waren. Ja. Ja, ich war noch in der Siedlung. Bin dem Bus gefolgt und habe mit dieser Charlene gesprochen. Ich wollte mich dafür entschuldigen, dass meine Frau so grob zu ihr war. Und deswegen fahren Sie am Samstagnacht durch die Gegend, um sich zu entschuldigen. Wer soll denn das glauben? Ich habe sie unter anderem auch gebeten, sich von meinem Sohn fernzuhalten. Aber sie hat mich stehen lassen. Ach. Und da sind Sie ihr gefolgt? Nein, Herr Kommissar, ich bin aus meinem Wagen nicht ausgestiegen. Und Fabian? Sie sagen jetzt besser die Wahrheit. Er ist vor mir aus dem Haus. Wohin, weiß ich nicht. Wann ist er wiedergekommen? So gegen Mitternacht.
Fabi, hier will ich jemand sprechen. Und? Haben Sie den Mörder? Nein, noch nicht. Dein Vater hat gerade zugegeben, dass du am Samstagabend nicht zu Hause warst. Also, wo warst du? Bin durch die Gegend gelaufen, einfach so. Und nein, ich habe niemanden getroffen, den ich kannte. Wir brauchen eine Speichelprobe. Nee, ich war das nicht, okay? Sie glauben noch nicht wirklich, dass Fabian... Glauben Sie es? Nein. Warum haben Sie ihm dann ein falsches Alibi gegeben? Und? Der Abgleich der Handschrift ist eindeutig. Es ist das Tagebuch von Charlie Neubauer. Fingerabdrücke? Leider nicht mehr verwertbar. Sie bleiben noch? Ich will lesen, was Charlene geschrieben hat. Charlene zu sagen, dass sie sich von mir fernhalten soll. Fabian, ich habe es nur gut gemeint. Hast du sie angefasst? Wie kommst du denn da drauf, Fabian? Weil ich gehört habe, was ihr mir verschwiegen habt und weil du an dem Abend in der Siedlung warst. Warum hast du mir gesagt, du hättest Fabian gesucht? Warum hast du mich angelogen? Ja, toll. Warst du hinter dem Mädchen her, ja? Ja, genau darum habe ich es dir nicht gesagt, weil ich genau wusste, dass du so reagierst. Und du weißt, warum? Ja, das ist Jahre her! Wie lange soll ich noch dafür büßen? Ich habe von Anfang an gewusst, dass dieses Mädchen Unglück bringt. Wenn du sie an dem Abend nicht aus dem Haus geekelt hättest, dann wäre die jetzt vielleicht noch am Leben. Das weißt du, ne? Fabian! Was? Vielleicht wolltest du ja wirklich was von ihr. Sie hat sich gewehrt und du? Woher weiß ich denn, dass du nicht vielleicht? Merkt ihr eigentlich, was wir hier tun? Ich meine, wir sind doch eine Familie. Wir müssen doch zusammenhalten. Familie? Sind wir das, ja? Ich versuche ja mit Gernot auszukommen. Aber wenn er Mama schlägt. Aber wenn er Mama schlägt, dann könnte ich ausrasten. Am liebsten würde ich ihn anzeigen. Und Mama ist dagegen. Das kann doch nicht so weitergehen. Ich habe mich in Fabian verliebt. Aber wie soll ich das Marcel beibringen? Ich will raus hier. Aber die mal Fabians Eltern akzeptieren mich. Die Welten sind einfach zu weit voneinander entfernt. Ich mach Schluss mit ihm. Waren die Bullen bei dir? Ja. Aber die haben keinen Plan. Trotzdem ein Scheißgefühl. Du musst ruhig bleiben. Schlecht gesagt. Charlene wollte mit Fabian Schluss machen. Und am Samstag nach dem Auftritt wollte sie mit ihm reden. Deswegen bringt er sie gleich um? In dem Alter brennt einem schon mal die Sicherung durch. Tja. Die beiden streiten auf dem Dach, dicht am Rand. Da reicht ein kräftiger Stoß. Das Labor hat die Fasern zuordnen können, die Charlene unter den Fingernägeln hatte. Die stammt von einem Pullovermarke Nordic Star. Nordic Star? Nicht gerade billig. Das klingt eher nach Fabian Limmer als nach Marcel Streibel. Ich liebe Fabian. Aber alle sind gegen uns. Wie soll das weitergehen? Es macht keinen Sinn. Ich mache Schluss mit ihm. Deshalb bringe ich sie um. Ich habe sie geliebt. Warum verhaftet ihr nicht diesen Marcel? Der stand doch sowieso noch auf sie. Fabian, hast du einen Nordic Star Pullover? Solche Klamotten brauchen nur Leute, die nicht wissen, wer sie sind.
Ich will dein Handy haben. Und wir brauchen eine Speichelprobe. Nein, das machst du nicht, Fabian. Ohne richterlichen Beschluss bekommen sie gar nichts. Und sie befragen meinen Sohn nur noch in Anwesenheit eines Anwalts. Sei doch einfach mal ruhig. Ja. Ich brauche keinen Anwalt. Ich habe keinen Nordic Star Pullover. Und für den MP3-Player hast du keine Quittung. Hab ich verloren. Mhm. Tja, dein MP3-Player ist in einem Elektromarkt geklaut worden. Und rate mal, wer genau in diesem Markt bis vor ein paar Monaten als Wachmann gearbeitet hat. Charlines Vater. So ein Zufall. Was kann ich dafür? Am Samstagabend ist dieser Markt überfallen worden. Von zwei Männern. Kannst du da auch nichts dafür? Ich muss jetzt los. Jetzt pass mal auf. Wir können uns auch einen Durchsuchungsbeschluss besorgen. Oder du sagst uns gleich die Wahrheit und es wirkt vielleicht strafmildernd. Wir haben die gelöschte SMS wiederherstellen können. Fabian, es hat keinen Sinn. Mach's gut. Charlene. Ja, danach habe ich sie angerufen, aber sie hat mich weggedrückt. Und da bist du hingefahren? Wollte ich erst, ja. Aber ich dachte, es ist besser, wenn wir in Ruhe reden, am nächsten Tag. Ich bin einfach nur durch die Gegend gelaufen. Du hast doch gewusst, dass sie manchmal auf dem Dach ist, oder? Nein, das wusste ich nicht. Warum nicht? Weil wir uns immer nur außerhalb der Siedlung getroffen haben. Aber ihr Ex-Freund, der hat's gewusst, garantiert. Marcel Streibel. Der wollte sie zurück. Das hat er gesagt nach dem Auftritt. Nur sie wollte nicht. Und da hat er sie umgebracht. Gar nichts von ihrem Nebenjob erzählt. Moment! Ran ans Auto! Ran ans Auto! Bein auseinander! Ganz ruhig. Ist okay. Na, dann wollen wir doch mal schauen. Nicht schlecht. Als sie die Beute abgeladen haben, kam Charlene gerade von der Bushaltestelle. Die Abkürzung führt direkt an ihrer Garage vorbei. Sie muss sie gesehen haben. Aber ich habe sie nicht gesehen. Fragen Sie Marcel. Marcel sagt, Sie haben ein Geräusch gehört und waren ziemlich irritiert. Vielleicht haben Sie sie doch gesehen und später dann zur Rede gestellt. Oder sie war so unvorsichtig, Ihnen zu drohen. Da haben Sie sie zum Schweigen gebracht. Nein, verdammt noch mal. Die Diebstähle, okay, aber Charlene habe ich doch kein Haar gekrümmt. Sie haben das Tagebuch verschwinden lassen. Und Ihre Frau hat bestätigt, dass Sie Charlene geschlagen haben. Aber ich habe sie nicht umgebracht. Können Sie bitte mal kurz kommen? Was gibt's denn? Die schlechte Nachricht, die DNA in den Zigarettenkippen vom Dach stammt nicht für Neubauer. Ach, und die gute? Wir haben ja Marcel Nordic Star Pullover gefunden. Der geht sofort ins Labor zum Abgleich. Ich war bis 23:30 bei Sandra, das habe ich schon gesagt. Ich habe mir deine Internetverbindungen angeschaut. Du bist am Tatabend um 21 Uhr online gegangen, zu Hause. Du hast also nicht bei Sandra Wolf auf dem Sofa gesessen und ferngeschaut. Als ich am nächsten Morgen erfahren habe, dass Charlene tot ist, dachte ich, es ist besser, ein Alibi zu haben. Und das hat Sandra Ihnen bereitwillig geliefert. Sie steht halt auf mich. Wenn ich um 21 Uhr online war, dann kann ich doch nicht auf dem Dach gewesen sein. Deine Online-Verbindung endet um 21.44 Uhr. Sie haben kein Alibi. Du kannst gehen. Echt? Und das hätte man nicht gleich erkennen können, dass Marcels Pullover eine Fälschung aus Taiwan ist? Das kann doch der Laie kaum unterscheiden. Euer Auftritt?
Stimmt es, dass Sie Marcel verhaftet haben? Vorläufig festgenommen, aber er ist schon wieder frei. Er ist frei? Ja, wir haben keine Beweise gegen ihn. Wieso? Geh nach Hause, Fabian. Kennt ihr jemanden, der so einen Pullover trägt? Nee. Warum hast du Marcel ein falsches Alibi gegeben? Weil er es nicht war. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn doch? Ich hab da was. Kommen Sie schnell! Was ist denn? Der will Marcel erschießen! Du hast sie umgebracht, gib's zu! Du hast so ein Rad ab. Fabian! Die Waffe weg! Das hast du nicht ausgehalten, ne? Dass sie dich verlassen hat? Marcel nicht! Vielleicht hast du sie umgebracht, du Psycho! Fabian, mach keinen Unsinn, gib mir die Waffe! Will nur, dass du es zugibst. Sag es! Ihr habt nicht zusammengepasst, checkst das nicht! Machen Sie doch was! Fabian! Entweder du redest, oder? Okay, okay. Wenn du ihn unbedingt erschießen willst, dann... Du musst nur noch entsichern. Hier. Ich hatte solche Angst. Alles in Ordnung? Der hat doch eh nicht abgedrückt, ist weicher. Und wenn doch, bist du bestimmt kugelfest, oder? Haben Sie gewusst, dass das eine Schreckschusswaffe ist? Nee, wusste ich nicht. Hab's gehofft. Mann, Mann, Mann. Was war denn eben? Sie hatten noch irgendwas. Einer von den Jungs ist sich 100% sicher, dass Sandra Wolf am Samstagabend Nordic Star Pullover getragen hat. Sandra? Hast du den gekauft? Weil Marcel auch so einen hat? Der war nicht billig. Das war mir wert. Bist du verliebt in Marcel? Du warst oben auf dem Dach, nicht wahr? Wir haben da eine Zigarettenkippe gefunden. Wir könnten nachweisen, wenn die von Ihnen stammt. Ich wollte das nicht. Ich wollte Charlene nicht umbringen. Erzähl mal. Ich war so glücklich wegen Marcel, verstehen Sie? Jemand, der ihn liebt. Wo man geborgen ist, wo man Halt hat. Ich wollte Charlene davon erzählen. Warum ausgerechnet Charlene? Wollte Marcel sie nicht zurück? Das war doch nur Gerede, den Marker markieren. Hatte doch jetzt nicht. Hey. Hey. Was machst du? Kannst bitte gehen. Ich würde gerne allein sein. Und du erzählst sie mir, dass sie ihren Vater gesehen hat, wie er mit Marcel irgendwelche geklauten Sachen in der Garage versteckt hat. Ich zeig ihn an. Dann kommt Gernot in den Knast und dann kann er Mama nicht mehr schlagen. Das kannst du nicht machen. Soll ich warten, bis er Joy die Knochen bricht? Marcel ist vorbestraft, dann kommt er in den Knast. Unsinn. Das kannst du mir nicht antun. Ich liebe Marcel. Stört, dass du es nicht machst. Sag mal, checkst du es nicht? Das ist der einzige Weg, dass Gernot nicht mehr prügelt. Schwör, dass du es nicht machst. Schwör es beim Leben deiner Schwester. Sag mal, spinnst du? Nur weil
schuld bist, diesen Fabian hast. Sala, hör auf! Nimm mir Marcel nicht weg! Mach, was du willst. Ich zeig Gernot an. So wütend. Wenn ich Charlene mit meinem Leben wieder lebendig machen könnte, ich würde es tun. Glauben Sie es mir? Ja. Das glaube ich dir. Eine Tat aus Liebe. Im Affekt. Aus Angst vor dem Verlust. Ich kann gehen? Du hörst dann von der Staatsanwaltschaft. Mach's gut, Junge. Kollege Voss, ich mach's kurz. Sie übernehmen bis auf Weiteres die Leitung der Mordkommission 2. Ich gratuliere Ihnen. Ein gutes Gelingen. Danke. Die Herren, schöner Tag. Der Fall ist gelöst. Klingt nach Einstand. Aber unbedingt. Heute Abend gibt's Weißwurst und Weizenbier. Ich lade euch ein. Richard. Gerd. Übrigens, Weizenbier heißt in München Weißbier. Werner. Und Weißwurst isst man eigentlich nur bis Mittag. Ah. Axel. Passt schon.